Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror. Im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen weiter umgeschaut, haben hier die Bibliothek betreten und haben auch hier mit Hermann geredet und haben viel herausgefunden, sage ich jetzt einmal. Auch eine große Inschrift gefunden, die wir uns durchgelesen haben und jetzt wollen wir uns mal auf den Weg zu unserem Zimmer machen, sage ich jetzt einmal, weil wir uns doch schon ziemlich umgeschaut haben und ja. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt sonst nichts anderes ein, wo wir noch hingehen könnten. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier nach oben. Wow, hier sieht es auch schon wieder so strange aus. Alter, hier sieht es überall so strange aus. Ich habe keine Ahnung, wonach ich dort suchen sollte. Nach Vibratoren. Ah, da geht's noch weiter, okay. Ah, das ist dann mein Zimmer. Gehen wir mal zum alten Flügel. Alter, das sieht ja alles so gruselig fast schon aus. Ganz ehrlich, das Schloss wäre perfekt für ein Resident Evil Teil. Was meint ihr dazu, Leute? Da, alleine hier schon der Totenschädel. Wirklich perfekt für ein Resident Evil Teil. Hinter diesen Fenstern war Williams Arbeitszimmer. Wenn ich herausfinden will, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, muss ich da irgendwie reinkommen. Die Frage ist wie? Da kann ich nicht. Da geht's noch weiter zum alten Flügel. Dann gehen wir da einfach mal kurz hin. Vielleicht komme ich ja so dann in den Turm. Uiui. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Ich kann mir Catherines Tod nie verzeihen. Ich war dafür verantwortlich. Nicht sie hätte in den Flammen umkommen sollen, sondern ich. What the fuck? Okay, hier haben sie anscheinend nichts mehr renoviert. Und wer ist Catherine? Der ist schon lange im Ruhestand. Hier schaut's ja mal aus. Das muss alles durch das Feuer noch passiert sein. Außer Staub ist da nichts mehr. Aus schwarzem Marmor. Vielleicht hat er ja damals das Schloss verlassen wegen diesem Tod von dieser Catherine. Wer weiß, wer weiß. Noch wissen wir es nicht, aber wir werden es bald herausfinden. Ah, da geht's zum Dachboden da hinten. Nur Asche. Wie der Rest des Zimmers bei einem tragischen Brand vor vielen Jahren zerstört. Dieser Ort weckt Erinnerungen an jene furchtbaren Ereignisse. Gehen wir mal zum Dachboden. Die Tür ist abgeschlossen. Tja, was versuche ich's eigentlich? Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Was versuche ich's überhaupt? Es ist doch klar, dass die Tür abgeschlossen ist. Na gut, eigentlich ist es sogar wirklich klar. Ich meine, es ist der verfallene Teil, der alles, wo alles niedergebrannt ist. Dann ist es klar, dass man da absperrt, weil es irgendwie gefährlich ist oder sowas. Ist schon klar. So, gehen wir mal zum Zimmer. Wobei, wir könnten noch vorher ins Obergeschoss. Roberts Arbeitszimmer. So, so. Das schaue ich mir später an. Ich will zuerst mal hier ins Obergeschoss. Hinter den anderen Türen im Flur sind nur leere Zimmer. Sinnlos, dorthin zu gehen. Okay, gut. Hat sich schon erledigt. So schnell kann's gehen. Die heutige Zeitung. Ich werfe mal einen Blick hinein. In der Zeitung liegt ein Brief. Robert,
Ich habe jetzt erst einen Brief bekommen. Dieser permanent betrunkene Trottel, den du für seine Dienste als Boten bezahlt hast, hat ihn zu spät gebracht. Keine Sorge. Ich werde mich wie üblich um dein Paket kümmern. Zum Glück interessiert es an diesem gottverlassenen Ort niemanden. P.S. Ich schlage vor, dass du diesem Idioten Mark das nächste Mal mehr Geld gibst. Vielleicht liefert er dann etwas pünktlicher. Robert, ich habe jetzt erst... Ich will es nicht nochmal lesen. So. Um dein Paket. Hier Drogengeschäft oder was? Ich lege ihn zurück, damit Robert ihn dort findet, wo er ihn finden soll. So, Robert, ich habe mal ein paar Wörtchen mit dir zu reden. Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Wir haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie viele Jahre sind es? 12, vielleicht mehr. Eine wirklich lange Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? So, du bittest mich nicht mal zu dir herein, du kleiner pädophiler Drecksack. Du siehst schon aus wie so ein kleiner Kinderficker. Was denkst du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Was soll ich denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war, oder? Nein, aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade, meine Gedanken von Williams Tod abzulenken, und ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert ist? Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? Kommt mir das jetzt so vor, also, ich sag's mal so, er sagt jetzt, die Tür ist von innen verschlossen, weswegen eine Fremdeinwirkung sozusagen ausgeschlossen ist. Wenn wir eins, auch nur eins, aus Detective Conan gelernt haben, dann, dass nichts unmöglich ist und dass man jemanden umbringen kann, auch wenn der Raum hermetisch verschlossen ist und mit 10.000 Scharfschützen versehen worden ist und währenddessen noch 10 Minen davor verteilt sind, dann schafft man es trotzdem, mit einem Elefanten auf dem Rücken in dieses Zimmer zu marschieren und den Typen drinnen mit einem Schrotgewehr genau zu erschießen. Aus 10 Metern Entfernung. Das haben wir aus Detective Conan gelernt. Nichts ist unmöglich. Toyota. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern. So wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das hat man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du versucht? Nun, er war nicht der Erste, der es versucht hat. Der neue Bau hat nie länger als ein paar Jahre gehalten. Die ursprünglichen Fundamente des Schlosses, die von Marcus und Mordred gelegt wurden, befinden sich innerhalb dieser Mauern. Es ist, als ob die alten Steine die neuen nicht annehmen wollten. Wirklich seltsam. Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war 12 Jahre nicht mehr hier und das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir zwei neue Bedienstete haben? Naja,
Die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in dein Arbeitszimmer? Hat er dir das erzählt? Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Also du hast auch ziemlich Dreck am Stecken, mein lieber Robert. Hier hat jeder Dreck am Stecken. Jeder, wenn wir eins aus Detective Conan gelernt haben, dass jeder Dreck am Stecken hat. Jeder. Und wenn es nur normaler Dreck ist, er hat Dreck am Stecken. Schauen wir uns mal das Bild an. Jennifer, die Frau von Tobias Gordon. Also ich muss schon sagen, irgendwie das Spiel erinnert mich teilweise schon sehr, sehr stark an Detective Conan. Muss man sagen. Aber das ist nicht negativ, das ist sogar positiv. Ich liebe Detective Conan, muss man dazu sagen. Schreibt es mal in die Kommentare. Mögt ihr Detective Conan? Gibt es überhaupt jemanden, der das nicht mag? Detective Conan ist saugeil. Und bis jetzt macht das Spiel auch einen ziemlich... Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Bisher macht das Spiel auch einen ziemlich guten Eindruck eigentlich. Sag ich jetzt einmal. Das hier war ein Geschenk an William von Robert. Die Atmosphäre ist hier halt echt übel. Hier habe ich früher mit William Schach gespielt. Ich erinnere mich daran, wie er mir die Grundzüge beigebracht hat. Als wäre es gestern gewesen. Ja, der alte Opa wusste halt, wie man Züge macht, wie man marschiert und sowas. Hm? Zum Zimmer, ja. Großes Bild, Tür. Na, schauen wir uns mal das Bild an, bevor wir hier in unser Zimmer gehen. Williams Lieblingsgemälde. Jemand aus der Familie hat es vor etwa 300 Jahren gemalt. Dann, was haben wir hier? Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Ja, das Leben scheint hier ziemlich raus zu sein, sage ich jetzt mal. Aus dem Schloss. Im Flur ist nur das leise Ticken der Uhr zu hören. Ah, so ist es, alles klar. Da kann man einmal so außen rum gehen, okay. Versteh schon. Dann gehen wir mal in unser Zimmer. Der einzige Ort im Schloss, wo wir noch nicht waren. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, er hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Dann benutzt den Schlüssel. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Willkommen daheim, Samuel. Ja, ein kaputter Spiegel. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Wer zum verfickten Teufel ist Catherine? Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Okay, ich darf also den Schlüssel suchen. Es ist voll mit klarem Wasser. Da ist noch genug Wasser im Becken. Die nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Williams Porträt meiner geliebten Catherine. Sie starb bei diesem furchtbaren Brand. Und es war meine Schuld.
Das werde ich mir nie verzeihen können. Wieso war es deine Schuld und wie alt bist du eigentlich? Seit 12 Jahren bist du nicht mehr da und du sagst, das ist deine geliebte Catherine. Du schaust jetzt nicht irgendwie aus wie 40 oder sowas. Du schaust aus wie, keine Ahnung, 30? Ja, na gut, sagen wir mal, er ist Mitte 30. Sag ich jetzt mal, ja, dann ist es noch okay, ja. Ja, okay. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. Ich habe nur einige Reisenecessaires darin. Ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Okay. Die Brieftasche kann ich bestimmt gebrauchen. Oh, ich muss alles einzeln rausnehmen, oder was? Ich sehe nichts Interessantes. Dann brauchen wir aber noch einen Schlüssel. Ein altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. Wo kann der Schlüssel... Das Heilige Kreuz. Wo kann der Schlüssel sein? Es ist kalt hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Bates, du Hurensohn, mach den Kamin an! Mir ist kalt! Wo ist der Schlüssel? Der muss ja dann irgendwo sein. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe. Ist das diese Catherine? Verzeih mir, Catherine. Gut gemacht. Auf jeden Fall, das ist anscheinend seine Geliebte. Aber warum genau soll er daran Schuld haben? Er hat doch nicht das Feuer gelegt, oder? Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Tja. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Ich bräuchte also irgendwie einen Hocker, wo ich mich draufstellen kann. Sagen wir auf jeden Fall erstmal Bates Bescheid, dass der mal Feuer machen soll, dass mir kalt ist. So, der war unten in der Haupthalle, wenn ich mich nicht irre. So, und zwar, wenn ich jetzt Richtung Bibliothek gehe, dann müsste ich ihm eigentlich direkt über den Weg laufen. Da hinten war der doch. Ja, da ist er doch. Bates, mach Feuer. Mir ist kalt. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja, bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Bates... Können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde?
Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, den Schlüssel für den Dachboden. Interessant. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den von ihm bekomme. Das ist sogar sehr interessant, aber eigentlich fast schon logisch. Ich merke schon, in dem Spiel muss man ziemlich mitdenken. So, hier sollte der hängen. Da hängt er doch. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Ach so. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Okay. So, ich kann ihn also später wieder hier hinhängen. Vielleicht sollte ich das dann einfach machen, weil Bates hat ja auch gesagt, er braucht ihn dann wieder. Dann würde ich doch mal sagen, Dachboden. Dann können wir eigentlich vorher noch auf dem Weg in unser Zimmer vorbeischauen. Ja, hier wollte ich hin. Passt schon. Können wir eigentlich nochmal kurz in unser Zimmer vorbeischauen? Ich glaube zwar nicht, dass der den Kamin schon angezündet hat, aber vielleicht bringt es ja was, wenn er angezündet ist. Weil wir müssen bedenken, es fehlt mir immer noch der Schlüssel für die Schublade. Und den möchte ich dann doch gerne haben. Nee, ist noch aus. Gut, ist ja kein Problem. Ist ja logisch fast. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns zuerst mal auf den Weg zum Dachboden und schauen uns da oben mal ein bisschen um. So. Okay, ich würde mal sagen, im nächsten Part machen wir uns auf den Weg zum Dachboden hier über den alten Flügel, sage ich jetzt mal. Und dank dem Schlüssel können wir dort auch endlich hoch und uns dort ein bisschen umschauen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich merke jetzt gerade, dass hier diese Verzierung aussieht wie ein Penis. Irgendwie schon. Ja, Victoria, wir wissen, was deine Vorlieben sind, wenn du das so einbauen lässt, alles klar. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Black Mirror für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.